Ja, wie so oft dieser Tage gilt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Mit etwas Verspätung fand in St. Johann die alljährliche Anton Wallner Gedenkfeier statt. Anton Wallner, das war ein von Andreas Hofer beauftragter Freiheitskämpfer, der Salzburg gegen die Franzosen und Bayern verteidigt hat. Mit der Kranzniederlegung beim Kriegerdenkmal in St. Johann im Pongau begann die 62. Anton Wallner Gedenkfeier. Zum Gedenken an den Freiheitskämpfer kamen 130 Fahnenabordnungen, 3 Schützenkompanien und neben 3 Musikkapellen auch die Militärmusik Salzburg. Zugleich übergab Franz Meißel nach 23 Jahren das Kommando an seinen Nachfolger Josef Braunwieser. Das hat zwei Seiten. Einmal hat man ein bisschen eine Wehmut, wenn man nach 23 Jahren sowas aufgibt. Und auf der anderen Seite ist es eine Erleichterung, weil man die Verantwortung weg hat. Und es ist einfach auch schön, wenn man, wegen dem ist man ja noch Schütze, weil man gewohnt nicht in den Kosten hängen. Aber man kann halt so auch mitgehen und braucht sich eigentlich um nicht mehr viel kümmern. Das ist das Schöne dabei. Der neue Schützenobrist aus Bergheim, Josef Braunwieser, ist seit 35 Jahren Schütze und will der Jugend in Zukunft mehr Raum geben. Ja, frag nochmal, ob wir das Schützenwesen am Salzburg weiterentwickeln. Wie gesagt, das Alte mit dem Leichen verbinden, so habe ich schon ein paar Mal gesagt. Der Jugend da ein Wort geben, damit wir es mit einbinden können, dass er wieder eine freie Hand, dass die Kompanien dazugehen und damit das Schützenwesen im Land Salzburg den Standard, den was wir jetzt haben, auch aufrechterhalten können. Wie schaut es grundsätzlich mit dem Nachwuchs aus, weil du das jetzt gerade ansprichst? Wir haben Gott sei Dank im Land Salzburg keine Probleme mit dem Nachwuchs. Durch das, dass die Kompanien sehr offen geworden sind, sehr vielseitig geworden sind, können wir auch die Jugend ansprechen. Wir haben da verschiedene Veranstaltungen, weil wir auf den Summenfeier, wo sie im Moreskreis so sind, und das veranstalten natürlich die Schützen. Und da kann man die Jugend, da sagt die Jugend auch, halt, da ist was los, da rührt sich was, und da gehen sie dann gerne dazu. Bezirkskommandant Franz Wiegler freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Schützenobrist. Ja, ich glaube, der Sepp macht das gut, also er hat schon etliche Jahre Stellvertreter, er ist ein ganz guter Organisator, er ist damals beim Marsch auf Wien schon im Organisationskomitee drin gewesen und hat das eigentlich schon von der Wiki auf gelernt. Und ich glaube, das wird kein Ding sein, weil er ja jetzt für die Bongerstutzen gekämpft und wir sind ja die Gewehrschützen, aber er hat gesagt, er ist ein Landeskommandant für alle Schützen, 5000 oder über oder fast 6000 Schützen. Wir im Bongau haben auch 1200 und es ist schon eine ehrenvolle Aufgabe, auch wenn man so Amt übernehmen kann. Landesschirmherr Landeshauptmann Wilfried Haslauer betonte, dass die rund 6000 Schützen im Bundesland Salzburg ein wichtiger Bestandteil der heimischen Volkskultur sind. Also mich fasziniert das sehr, muss ich wirklich sagen, und bin auch mit großer Begeisterung Landesschirmherr der Schützen. Es ist dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, auch die Freude an der Tradition und natürlich die gemeinsamen Auftritte, die Formationen, die dann in äußerer Gestalt einfach das zum Ausdruck bringen, was jeder für sich selbst empfindet, nämlich Teil des Ganzen zu sein.